Hallo und herzlich willkommen zurück zu Essence of Nature. So, wir wollen mal eben kurz hier unser Inventar ein bisschen entleeren nach dem Erkundungstürchen, nicht? So, ich würde sehr gerne das noch ablegen. Und Botania, genau. Wir brauchen die Pouch. Mit unseren... Mit denen und der Rest, okay. Ich brauche braun, ich brauche rot und ich brauche hellgrau. Genau. Alli hopp und alli hopp. Sehr schön, ich brauche viel Platz auf der Hotbar. So und so. Wasser kommt hier vorne hin und dann mache ich noch ein Seed. Wo habe ich sie hingetan? Da. So, und zwar legen wir uns erstmal schlafen wegen der Monster und dann geht es los mit einem Schluck. Ganz genau. So. So, wir brauchen, wenn wir nochmal ins Rezept gucken. Unter Endoflame brauchen wir braun und brown Mana Paddle und ein rotes Mana Paddle. Du bist normal, ne? Ja. Und die Mana Paddles kriegen wir ganz einfach, indem wir die Paddles in Mana dippen. Ganz easy. Einfach in den Mana Pool dippen. So, was haben wir denn hier? Wie viel haben wir denn? Wir haben 6 davon. Wir können maximal 5 machen. Okay. Wir dippen die aber lieber einzeln, weil ich hier nichts riskieren will. Halt, stopp, was mache ich eigentlich? Das ist Quatsch. So, von jeweils immer erst einen, weil ich weiß nicht, wie viel Mana da drin ist und wie viel von denen wir uns, ja, quasi leisten können momentan. Deswegen lieber langsam machen. Sieht soweit ganz gut aus. Jawohl. Sehr gut. Jetzt können wir 5 Endoflames machen. Okay, also wir brauchen Water. Und dann ein hiervon und ein Seed. Mr. Endoflame, hello! Und weil die Endoflame jetzt eine Flower ist, die quasi ja mit Verbrauchsgütern etwas, also Mana produziert, bleibt die für immer und geht nicht kaputt, weil sie, wie gesagt, nur mit Fuel produzieren kann. So, es gibt natürlich noch viel, viel coolere und stärkere Varianten der Mana-Generation, aber da kommen wir später zu, denn die Rezepte haben noch Sachen, die wir noch nicht herstellen können. Deswegen müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden. Aber die tun es eigentlich auch ganz gut. Ach, verdrehe ich hin und her. Aber denk mal alle 5. Und 5 sind eigentlich auch ganz gut erstmal für den Anfang. Also da kommt schon ordentlich viel Mana zusammen. Am besten ist natürlich am Ende eine Flower, die nennt sich Munch Drew. Die produziert aus Blättern und Flowers und Co. produziert die Mana und die ist sogar relativ stark für, ja, weil man das wunderbar mit einer Baumfarm kombinieren kann. Und ja, das ist so quasi das, auf was wir hinarbeiten wollen, aber die kostet ein bisschen mehr. Und ja, da müssen wir noch ein bisschen drauf sparen, beziehungsweise drauf hinarbeiten. So, erstmal hier, zack, zack, 5 Stück. Wunderbar, sind die auch alle gelinkt? Wahrscheinlich nicht. Wir werden es sehen. So. Gucken wir mal unseren... Ups, Wand. Und da Wasky, also die Modderin unseres Botania-Mods, sicherlich eine kluge Frau ist, funktioniert es garantiert auch mit Coca-Cola, oder nicht? Ich meine, die zwei kennen sich schließlich, also muss der wohl auch funktionieren. Das wäre geil. So, meine Freunde. Wisst ihr was? Ich binde euch jetzt trotzdem. Oh, ach, stopp, sie stimmt. Ah, ja, die haben ein Häkchen hinter Manas Blatt, sind so connected. Wunderbar. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Und nom 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 nom. Und die Endoflame arbeitet so, sie nimmt immer nur wirklich ein Item und verarbeitet das dann zu Mana und kann erst, wenn sie fertig ist, wieder das nächste aufnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Stack hinwerfen würde, würde sie das Ganze nach und nach verarbeiten. Das heißt aber auch, bleibt unser Zeugs 5 Minuten liegen,
dann despawned ist, weil es sind ganz normale Items, die auf dem Boden liegen, die keine besonderen Eigenschaften haben, dass sie lahm bleiben, wie zum Beispiel bei Applied Energistics, wo die Seeds, Crystal Seeds, die haben ja, die können nicht despawnen, steht ja auch extra dran. Aber hier kann alles normal despawnen, deswegen immer schön aufpassen. Man kann natürlich da wunderbar seine Automatisierung bauen mit Timer und Dropper. Aber das soll erstmal so reichen. Ich meine, Kohle ist ja auch doppelt so viel wert wie eine normale Kohle. Von daher, die machen das schon. Man kann auch hier, also man kann hier alles hinwerfen, was auch ein Furnace quasi nutzen würde. Ich glaube, außer Lava-Eimer. Ich glaube, das kann die nicht. Dafür gibt es eine extra Pflanze, die Mana, Lava kann. Aber zum Beispiel kann sie auch Kohlblöcke und auch Charcoal-Blöcke und Coke-Kohl-Blöcke und Charcoal auch. Natürlich alles, was das brennt, halt auch normales Holz auch. Und alles, was, wie gesagt, die Furnace auch kann oder zumindest ein Value hat, was das Brennen dann geht. So. Das hätten wir erstmal. Wunderbar. Ich habe übrigens Texturen gemacht. Yay! Copper Wire Coil. Finde ich total niedlich. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei unserer Schmiede. Genau, die können wir jetzt mal irgendwie mal, ich weiß nicht, irgendwo hinbauen, wo sie nicht so im Weg ist. Wie wär's mit... Wir müssen jetzt mal hier aufräumen, ja, Freunde? Aufräumen ist angesagt. Du musst weg. Du kommst in die Kochecke. Die ist hier. Vielen Dank. So, dann brauche ich Kisten zum Übertragen. So. Hopp. Zwei Kisten. Das war Kochzeugs und Co. Das kommt auch erstmal... Was bist du? Du bist Central Table. Du musst weichen. Du kommst mal hier hin. Hopp und... Hopp. Einer mit los. So. Dann kann jetzt hier... Kisten hin. Wunderbar. Botania Gedönse kommt mal kurz dann erstmal weg. Du... Oh. Dann packen wir mal die Kisten um. Oh ja, ganz viel Zeugs. Alter Walter. Das nicht, aber das. Du und du. Nächste Kiste. Wunderbar. Essen. Jetzt geht's, oder? Ja, die mussten sich, glaube ich, erst akklimatisieren. Okay, alles wieder gut. Oh Mann. Bescheuert. Mega bescheuert. Okay. Die noch, dann... Was ist hier eigentlich drin? Ach, Seeds und Co., ey. Puh. Oh, halt. Gib mir das zurück. Yo, yo, yo. Ah, Kiste. So, Seeds. Setzlinge, Monster Drops und Co. Copy. Ja. Das auch. Das ist, naja, mehr kochen, würde ich sagen. Die Snowballs, ja, für lecker Eis. Oh. Ice Cream. Nom, nom, nom. Weil momentan habe ich zum Glück keinen Hunger, weil wir haben gerade erst Waffelbällchen gegessen. Ich habe hier einen Mini-Cupcake-Maker und wir haben darin Waffeln gemacht. Waffelbällchen. Es ist voll geil, wirklich. Es ist so toll. War witzig. Hat funktioniert. War noch sehr lecker. War halt nur sehr viel Arbeit, weil man immer halt nur so wenig da reinfüllen kann. Da muss man immer so viel und her und naja. Wie dem auch sei. Wir wollen hier die Schmiede hinsetzen. Und zwar, wird schon wieder dunkel? Nö, es geht. Hier so hin so. Jupp. Ich mach die Schmiede trotzdem nur 3x3, weil das finde ich etwas angenehmer mit zu arbeiten. Gib mir das und gib mir das und das und das und das. Schwupp, schwupp, du kommst her. Du kannst da bleiben erstmal. Du kommst mit. Und ihr auch. Drüben ist wieder Krach, es tut mir leid. Aber das passiert immer in einem geteilten YouTube-Haushalt. So. Ja.
Dann wollen wir mal. Wo sind denn hier? Oh, ja. Da. Wow. Krass. Du kannst weg, ey. Das ist heftig. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wie machen wir es? Machen wir so. Obwohl, Kobbel macht da, glaube ich, mehr Sinn. Warum ist die Tür nicht zu? Verdammte Scheiße. Ach, ich hasse es, wenn eine Tür nicht zu macht. Ja, ich hasse es. Ehrlich. Ja. Wer es gerade hört, der hat wohl gerade ein AT-AT mit einem Seil zum Fallen gebracht. In, hier Star Wars Battlefront. Ja. Schön, dass ich sowas erkennen kann an dem Geschrei. Oh mein Gott. Nun hin. So, das kommt hier hin. Und dann der Tank kommt hier hin. Ja. Hopp. Und dann kam hier die. Macht das auf den Sinn? Soll ich die nicht lieber andersrum machen? Boah. Ich glaube, ich sollte hier den Access machen. Ja. Lieber hier. So. Habe ich überhaupt noch Cobblestone? Ich glaube, ich habe nämlich gar keinen Cobblestone mehr. Ich kriege einen Anfall, ehrlich, ey. Dass ich keinen Cobblestone habe, ist schon echt fast traurig. Wow. Ja. Und es wird schon wieder dunkel, natürlich. Das gibt's auch ja nicht. Ach ja, so. Freunde der Sonne. Das klappt ja wieder prima hier heute. Können wir hier irgendwie, haben wir mal. Nehmen wir die. Patchwork. Yay. So, gut. Meine Drains. Ich habe nur einen Drain momentan. Ja, dann können wir noch ein. Dann machen wir es erstmal wieder hier. Und holen das raus und das. Das darf dann auch wieder weg. So, Kiste zuerst. Dann kommt. Ja. Hopper und Hopper. Die kommen erst an die Kiste. Dann kommen die Dingsies drüber. Einmal das und einmal das. Dann kommen die Faucets dran. Wo ist meine zweite Faucet? Wo ist sie hin? Achso, die ist hier dran, natürlich. Eingesaugt vom Hopper. Einen hier ran, einen daran. Schnell schlafen gehen, bevor die Monster kommen. Und die Creeper mir wieder alles wegsprengen wollen. Die kleinen, miesen, grünen Mistviecher. So. Dann kann das und das weg. Smeltery Bricks. Ja. Und jetzt wird auch oben gebaut, soweit wir können. Hopp. La la la. Immer weiter. Immer weiter. Und noch eine Runde, weil es so schön war. Ja. Und übrig bleibt 4. Wow, das ist groß. Ich brauche. Nö, brauche ich nicht, aber ich brauche Licht. Damit hier oben nichts spawnt und mir da was reinfallen kann. Das ist nämlich immer kacke, wenn hier Viecher reinfliegen und dann drin Schaden kriegen durch geschmolzenes Metall. Dann kriege ich Blut in die Schmiede und das ist echt nervig. Wenn ich es nicht brauchen kann, dann will ich es ja auch nicht drin haben. Na, so. Dich holen wir hier raus. Zack, boom. Patchwork, sag ich doch. So, hier haben wir noch 4 von. Die bleiben jetzt unten drin. Die kann ich eh nicht benutzen, weil noch eine Reihe kriegen wir nicht hin. Puh, so, okay. Metalle, ganz viele. Das macht Spaß. Forestry? Ach, kacke. Das ist immer nervig. So, dann kommt das auch da wieder oben drauf. Ihr könnt übrigens, guter Trick nebenbei, wenn ihr an die Glock einen Hebel macht und den Hebel betätigt, also der Hebel an ist, dann hört die Glock auf zu ticken, weil dann sie dann einen konstanten Redstone-Signal hat und das ist halt praktisch, um die Glock mal aufzustellen, wenn man mal einzelne Sachen machen möchte, zum Beispiel Tools gießen.
Nur so als Tipp nebenbei. Nett to know quasi. So, können wir jetzt mal hier wieder irgendwie eine Wand hinstellen. Das wäre cool. Ja. Holz würde ich sagen. Halt, erstmal was zu essen. So, wenn wir jetzt schon auf so wenig Hüngerchen runter sind, sollten wir dann auch mal was Fettes essen von unserem tollen Feast-Gedönse. Gleich. Ich habe schon mal was auf dem... Meine Maus ins Inventar hat sich wieder verstellt, oder? Hat sie nicht? Was ist denn los mit meiner Maus? Ohne Witz. Das fühlt sich manchmal echt merkwürdig an. So, die Bäumchen können wir schon mal fällen. Wunderbar. Weil die Windmühle ist nämlich auch noch nicht, gar nicht richtig ganz fertig, glaube ich. Fehlt noch ein bisschen. Vor allem das Dach fehlt auch noch, da brauche ich aber Cobblestone. Nee, das ist schwierig. So. Setzling, haben wir einen. Reicht. Sogar, oh Gott. Ja, von wegen einen. Aber die wachsen leider echt langsam. So, dann ziehen wir jetzt mal das Ding hier rein. Hallo? Mein Gott! Das macht einen fit. Fit wie ein Turnschuh. Turnschuh-Attack. So. Nicht mit Lava spielen. Dankeschön. So, einmal eine Wand bitte. Danke. Die Nachbarn nicht wieder hier reinglotzen. Als ich gedacht habe, wohnt er eigentlich da. Der kann hier oben in unsere Wohnung reingucken. Das ist nicht so cool. Immer diese spannenden Nachbarn sind ganz furchtbar, nicht wahr? Eins, zwei, eins, zwei. Ein bisschen Licht muss sein. Dann ist die Welt voll, ja, Sonnenschein im Sinne schon, weil nämlich dann die Sonne nicht reinkommen kann. Das ist natürlich dann praktisch. Ja, ja, ja. Wow, das war eine fette Schmiede. Das, der Vorteil ist, wie gesagt, jeder einzelne Block in der Mitte unserer Schmiede ist ein Block zum Schmelzen. Das heißt, wir haben jetzt hier, bam, richtig viel Platz. Oh yeah, baby. Jetzt wird mal wieder Zeit für eine Mining-Tour, wa? Das ist Nickel, das ist Lead und das ist Silber. Okay, dafür brauche ich den Crusher. Da müssen wir noch ein bisschen drauf hinarbeiten. Und zwar haben wir jetzt bald Zeit für den Nether, denn wir brauchen als nächstes die Blast Furnace. Blast Furnace Bricks. Da braucht man wieder wie der Coke Ofen nur aus Blast Bricks. Dafür brauche ich Blaze Powder und Nether Bricks. Ne? Nether halt, ne? Aber bevor wir das tun, wollen wir uns in Botanien noch ein bisschen fortbewegen, um uns dementsprechend Rüstung anlegen zu können. Denn ich habe keinen Bock in den Nether zu gehen ohne irgendwelche Rüstung. Das ist mir ein bisschen zu heikel, meine Freunde. Zu heikel. So, nochmal was Futterchen für euch. Ja, ist okay. Guten Appetit. Finde ich witzig. Ich habe übrigens neue Sachen gekriegt. Also neue Pflanzen. Ach genau, wir müssen noch Dingens auf jeden Fall machen. Die Sachen, die wir neu gekriegt haben an Seeds einpflanzen. Ich habe jetzt hier Turnip und Radish. Radischchen. Und noch andere Rüben. Radish, was ist das war noch? Ne, Turnip. Turnip sind einfach nur Zuckerrüben, oder? Einfache Zuckerrüben. Meine ich zumindest. Du musst mal weg, meine Dame, denn sie müssen Platz machen für neue leckere Dinge. Halt, stopp. Vollkommen, ups, falsche Kiste, würde ich mal behaupten. Hopp. Dann machen wir noch das auf jeden Fall. Und die anderen Seeds sind alle oben, ne? Ja. So, Cabbage. Mhm. Chili. Ja. Bell Pepper. Okra. Parsnip haben wir schon. Onion haben wir schon. Wunderbar. Was ist das? Oats? Oats habe ich auch nicht, oder? Ich glaube nämlich nicht. Sehr nice, sehr nice. Das brauche ich. Und Cropsticks brauche ich. Wir haben 2, 4, 6, 8, 9. So, 3, 4, 5. 8, 9. Sehr schön. So. So viel Platz habe ich hier gerade gar nicht unbedingt. Doch, ich kann hier weitermachen. Dann fange ich direkt mal hier an, weil da wird langsam ein bisschen eng. So, Bell Pepper. Chili. Und Cabbage.
Dann gab es noch Okra. Und hier ist Oats. Hafer. Lecker Hafer. So, dann machen wir den Stalkgarten. Stalkergarten mal kaputt. Stalkers. Ah, Bell Peppers, Chilis und Tomatoes. Die haben wir bereits alle. Wie schön. Wunderbar, dann können wir direkt wegpacken. Tomato. Bell Pepper ist neu. Chili. Und Eggplant, aka Aubergine. Aubergine. Ja. So, das können wir wieder hier hinlegen für unsere Schmiede. Und wir haben wieder ordentlich viel Zeit für Plant mit ganz viel Essen. Und ich würde sagen, ich überlege gerade, ich glaube, ich sollte noch mal auf Mining-Tour gehen, bevor ich mich in den Nether stürze. Währenddessen kann ich dann hier noch ein bisschen meine Pflänzchen füttern. Für mehr ja, Mana. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.